Der ahnungslose Händler hat das Kunstwerk völlig unter Wert verkauft. Für Anwalt Giorgio Fogliano ein klares Indiz dafür, dass es sich tatsächlich um Diebesgut handelt. Seine Mandantin Simone kann er jedoch beruhigen, dass ihr Mann das Hochzeitsgeschenk legal für sie gekauft hat. Aber dann ist jetzt wenigstens bewiesen, dass mein Mann das Bild rechtmäßig gekauft hat. Ist doch schon mal gut. Klar, was ihr Mann angeht, gar kein Problem. Allerdings heißt es ja noch lange nicht, dass deswegen Familie Steinhöfel das Bild nicht trotzdem abhanden gekommen ist, dass es trotzdem gestohlen worden ist. Ich muss jetzt nur herausfinden, wer hat das denn geklaut? Aber bringt uns das was? Ich meine, wenn jetzt vor Gericht bewiesen ist, dass das Bild den Steinhöfels gestohlen wurde, dann muss ich es ja sowieso zurückgeben. Ja, aber auf der einen Seite, Familie Steinhöfel hat das noch nicht bewiesen, das müssen sie noch beweisen. Ja. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, wenn es so sein sollte, dass wir rausfinden, wer es gestohlen hat, dann haben wir wenigstens den Vorteil, wir haben einen Anspruchsgegner. Was heißt das jetzt genau, Anspruchsgegner? Ein Anspruchsgegner ist quasi die Gegenpartei, gegen die man Ansprüche geltend machen kann. Und hier wärst du, dass in Frage käme zum Beispiel derjenige, der das Bild gestohlen hat. Auf der anderen Seite unter Umständen vielleicht auch der Trödelhändler. Vielleicht meinetwegen wegen der Hehlerei. Der kommt mir nämlich auch nicht koscher vor. Also das heißt, Sie glauben, dass da irgendwie ein krummes Ding gelaufen ist. So, und wenn ich das Bild jetzt an die Steinhöfel zurückgeben muss, dass wir dann nicht ganz blank dastehen. Genau, das ist der Punkt. Also so sieht jetzt im Moment erstmal unsere Strategie aus. Ob die aufgeht, das war... Entschuldigung. Ja, hallo? Ja, der Kunstsammler, genau. Übermorgen passt gut, okay. Alles klar, danke. Wiederhören. Das war der Trödelhändler. Der will mich mit dem Mann zusammenbringen, von dem er das Bild gekauft hat. Das gibt's ja nicht. Schon mal ein gutes Zeichen. Hören Sie zu, ich muss leider wieder los. Sie sind abgedatet und ich melde mich, sobald ich was weiß, okay? Ja, super, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Also ich werde jetzt als nächstes erstmal meine guten Kontakte bei der Kripo anzapfen. Vielleicht gelingt es uns ja noch, den Diebstahl aufzuklären, von dem Familie Steinhöfel gesprochen hat. Wenn dem so ist, ist meine Aufgabe dann als nächstes, unseren Nutzen aus der ganzen Sache zu ziehen. Simone Keller hat von ihrem verstorbenen Mann Andreas ein Gemälde geschenkt bekommen. Das 80.000 Euro Kunstwerk fordert Vincent Steinhöfel als sein Eigentum zurück. Anwalt Giorgio Fogliano kann beweisen, dass Andreas das Bild ehrlich für 600 Euro erworben hat. Nun ist er dem Hehler auf der Spur und lässt sich von der Kripo verwanzen. Glauben Sie, dass Sie das hinkriegen? Na gut, wir haben keine andere Wahl. Also Herr Jörg Hausmann, mit dem ich mich jetzt treffen werde, ich werde schauen, dass ich mit denen ins Gespräch verwickle und dann hoffe, dass er mir irgendwas verrät. Ja, wäre natürlich nicht schlecht, wenn Sie was aus ihm auslocken könnten, nicht? Ja, also ich werde mich vorstellen als Kunstsammler, so wie ich mich gegenüber dem Trödelhändler auch vorgestellt habe. Ja. Und werde so tun, als ob ich die Gemälde kaufe, egal woher sie kommen. Und dann schauen wir mal, ob er Geschäfte machen möchte. Okay, wenn die Jungs wirklich Dreck am Stecken haben sollten und sich da so ein bisschen verplappern, sie was aus denen rausholen, dann sind wir sofort vor Ort und greifen da ein. Sie brauchen sich da keine Sorgen machen. So, ich denke mal, die Technik steht. Wollen wir mal einen kleinen Test machen? Hallo, hallo, 1-2, 1-2. Ja, okay, alles gut. Dann bleibt mir jetzt nichts weiter, als Ihnen viel Glück zu wünschen. Ja? Gut, bis gleich. Okay, danke. Trödelhändler Falk Meyer hat das Treffen mit Einbrecher Jörg Hausmann arrangiert. Für beide ist Anwalt Giorgio Fogliano nur ein potenzieller Kunde. Also folgendes, ich bin Kunstsammler. Und ich sag Ihnen unter uns, mir ist völlig egal, woher die Kunst stammt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mhm. Und das interessiert mich, weil? Weil ich mir vorstellen kann, dass wenn Sie mich früher kennengelernt hätten, dann hätten Sie ganz sicher bessere Geschäfte gemacht, als Sie bisher Geschäfte gemacht haben. Kann ich mir jetzt mal nicht vorstellen, wie, aber Sie werden ja schon wissen, warum. Bin ich mir ziemlich sicher. Ein Bild, das Sie verkauft haben, das war deutlich mehr wert, als Sie es verhökert haben. Anscheinend haben Sie oder Ihr Kumpel da überhaupt keine Ahnung, was Sie da überhaupt für einen Schatz in der Hand hatten. Und wie kommen Sie darauf? Das ist ein Bild gewesen von Hinrich Dorn. Das ist ein ziemlich bekannter Maler unter Kennern. Diese Bilder erzielen Preise auf dem Schwarzmarkt, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Speziell das Bild, das Sie da verhökert haben oder Ihr Kumpel. Landschaft im Allgäu. Das ist 80.000 Euro wert. 80.000? Was bist du denn für ein Depp? Hättest du dich nicht vorher erkundigen können? Was machst mich da so blöder an? Du gibst mir da ein paar Bilder, woher soll ich das denn nun wissen? Du bist Antiquitätenhändler, ich dachte, du bist im Geschehen. Das kann doch nicht sein, dass du die für ein Apfel und ein Ei weggibst. Ich riskiere meinen Arsch dafür, ich gehe dafür in den Bau. Ganz ehrlich, ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, jetzt Ihre Streitereien hier anzuhören. Darum geht's auch gar nicht, das Bild ist ja schließlich weg. Mir geht's jetzt darum, dass wir gucken, was wir in Zukunft machen können. Können Sie ähnliche Bilder beschaffen? Was ich kann und was ich nicht kann, das geht Sie schon mal ja nicht an. Das muss ich Ihnen auch nicht erklären. Passen Sie mal auf, diese Bilder sind wertvoll. Warum sind sie wertvoll? Weil sie selten sind. Die wachsen nicht einfach auf Bäumen. Wenn Sie mir sagen können, Sie können diese Bilder eventuell beschaffen, dann kommen wir ganz sicher ins Geschäft und wir werden alle ein bisschen was daran verdienen. Wissen Sie was, wenn Sie Kunsthändler sind oder Kunstliebhaber, dann sagt Ihnen die Familie Steinhöfel bestimmt auch was.
Familie Steinhöfel verkauft ihre Kunst aber nicht. Wollen Sie mir jetzt sagen, Sie haben die von denen geklaut oder was? Eventuell, ja. Ich bin eingestiegen, aber es hat mir nicht den Arsch vergoldet, so wie ich es mir erhofft habe. Dank dieses Deppen hier. Ja gut, das ist die Vergangenheit. Wir reden jetzt über die Zukunft. Ich meine, wir können ja schauen, ob wir... Guten Tag. Meine Herren, Herr Hausmann, Herr Meier. Polizei, Sie können sich sicherlich vorstellen, warum wir hier sind. Sie sind vorläufig festgenommen. Dringender Tatverdacht, Hehlerei, Einbruch, Diebstahl. Sie brauchen jetzt nichts zur Sache selbst sagen. Sagen Sie doch etwas, kann das später gegen Sie verwandt werden. Dank Anwalt Giorgio Fogliano ist der Diebstahl des wertvollen Gemäldes aufgedeckt worden. Das lief ja wie am Schnürchen. Das lief besser als erwartet. Ich meine, meine Arbeit ist zwar lange nicht getan, aber wenigstens haben wir jetzt zwei Personen, gegen die wir unsere Ansprüche durchsetzen können. Das ist ja schon mal was. Am Abend vor der Gerichtsverhandlung wird Mama Simone melancholisch. Sie befürchtet, dass sie das Gemälde an den ursprünglichen Besitzer zurückgeben muss und damit auch einen Teil ihrer Erinnerungen an den geliebten Mann verliert. Tochter Lena und Sohn Moritz wollen die Mama trösten. Im Moment ist es einfach einmal so ein bisschen anstrengend alles für mich. Weiß ich gar nicht, wie ich das alles hier noch schaffen soll. Ich habe einmal das Gefühl, ich kämpfe und kämpfe und kämpfe und irgendwie kriege ich gerade keinen Boden mehr unter den Füßen. Mama, du darfst nicht weinen. Wir vertragen das nicht. Geht auch gleich wieder. Die nimmt dir das Bild nicht weg. Ich verspreche es dir. Meine Süße. Lieb von dir. Mach dir keine Gedanken. Kommt, geh ein Abendbrot essen. Wird schon wieder. Wenn es doch manchmal so aussieht, als ob irgendwie gar nichts mehr geht. Meine Kinder schaffen es irgendwie immer wieder, mir Kraft zu geben, mich aufzubauen. Aber ich habe schon ziemlich einen Bammel vor morgen. Bei der Verhandlung Steinhöfel gegen Keller führen eindeutige Beweise wie Zeugenaussagen, ein Kunstkatalog der Familie und die Aufdeckung des Diebstahls zu folgendem Urteil. Also nach heutigem Stand der Beweisaufnahme ist klar, dass das strittige Gemälde zweifelsfrei zum Eigentum der Klägerin Frau Steinhöfel gehört. Somit ist die Beklagte Frau Keller zur Herausgabe des Bildes verpflichtet. Also, um Gerichtskosten zu sparen, würde ich vorschlagen, den Anspruch anzuerkennen. Gut, wenn das Gericht den Sachverhalt so betrachtet, dann erklärt die Beklagte, dass sie den Anspruch anerkennt. Gut, dann geht das Urteil schriftlich beiden Parteien zu und damit ist die Sitzung geschlossen. Also Frau Keller, ich muss den Anspruch anerkennen. Das Problem ist, wenn das Gericht den Sachverhalt so betrachtet, dann ist es jetzt wirklich albern zu sagen, wir warten ab, was am Ende beim Urteil rauskommt. Das Anerkenntnis spart uns auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Kosten, das ist wichtig. Trotzdem, auch wenn das Anerkenntnis jetzt ausgesprochen wurde, ist es noch nicht rechtskräftig. Wir können also noch theoretisch Berufung einlegen, also Rechtsmittel einlegen. Und vor allem, es ist trotzdem noch nicht vorbei. Was soll denn jetzt noch kommen? Ich meine, die nehmen mir einfach das Bild weg. Als ob es nichts bedeuten würde, dass Andreas das ganz legal im Geschäft gekauft hat. Komm mal her. Kopf hoch. Ja. Und das war's jetzt? Sie muss jetzt einfach das Bild zurückgeben? Na gut, jedenfalls nicht sofort. Aber am Ende wird es darauf hinauslaufen. Die Sachlage war ja relativ deutlich. Aber wie ich gesagt habe, es ist noch nicht vorbei. Schauen Sie, der Herr Hausmann und der Herr Meier, die haben sich schadensersatzpflichtig gemacht. Ich würde vorschlagen, wir bereiten jetzt die Schadensersatzklage vor gegen die beiden. Und dass wir dann da gucken, dass wir Geld rausholen, das ist schon mal ein wichtiger Ansatzpunkt. Auch wenn der Mann meiner Mandantin damals nur 600 Euro für das Bild bezahlt hat, das Bild ist nun mal 80.000 Euro wert. Und das ist jetzt der Schaden, der meiner Mandantin entstanden ist. Also werden wir natürlich Herrn Hausmann und den Herrn Meier auf genau diese Summe verklagen. Die sind in meinen Augen schadensersatzpflichtig. Und ich meine, bei 80.000 Euro, da lohnt es sich wohl zu kämpfen. Nothing's ever what we expect. Der Kampf um das Bild ist verloren. Nun muss sich Simone von ihrem Erinnerungsstück an eine glückliche Zeit mit ihrem verstorbenen Mann endgültig trennen. Wie es für ihre kleine Familie finanziell weitergehen soll, ist noch ungewiss. Und es wird noch dramatischer. Oh, wie sieht's hier aus? Scheiße. Das Bild ist weg. Ja, das Bild ist weg, aber die Erinnerung. Thilo, das Bild ist weg. Das Bild ist ja wirklich weg. Ja, sag ich doch. Ach du Schande, was ist denn hier zum Teufel passiert? Der sieht doch nach Einbruch aus. Ich meine, hier ist irgendeiner eingestiegen, hat die Sachen durchgewühlt und das Bild mitgenommen. Wir müssen unbedingt die Polizei anrufen. Was machen wir denn jetzt? Nee, lass es liegen.
Wir müssen jetzt erstmal die Polizei anrufen. Wenn da irgendwelche Fingerabdrücke drauf sind, dann brauchen die die. Glaub mir, das ist wichtig. Lass es liegen. Ja, aber ich kann doch wenigstens das Bild von Andreas auf den Kamin stellen. Nein, kannst du nicht. Lass es jetzt bitte einfach mal liegen. Wir müssen jetzt erstmal die Polizei anrufen, okay? Vielleicht hast du recht. Das waren bestimmt diese Typen, die mein Anwalt hochgehen lassen hat. Die sind sicher noch auf freiem Fuß und wollen sich jetzt mit dem Bild absetzen. Meinst du? Ja, klar. Na, ist egal. Wir müssen jetzt definitiv die Polizei anrufen. Nee, aber nee, nicht Polizei. Ich möchte jetzt erstmal meinen Anwalt anrufen. Ich möchte erstmal hören, was er dazu sagt. Anwalt Giorgio Fogliano eilt zum Tatort. Das gleiche Ziel hat auch Gemäldeeigentümer Vincent Steinhöfel. Der Jurist will ihn schnell abwimmeln, damit er Zeit gewinnt, um das gestohlene Kunstwerk zu suchen. Herr Steinhöfel, hallo, hallo, hallo. Womit habe ich denn das Vergnügen verdient? Womit wohl? Ich möchte mir das Bild abholen, das mir zugesprochen wurde vom Gericht. Herr Steinhöfel, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe jetzt nicht von Ihnen erwartet, dass Sie herkommen, meiner Mandantin Ihr Mitgefühl aussprechen. Aber ganz langsam. Sie haben überhaupt keinen Anspruch auf Herausgabe. Und geben Sie meiner Mandantin doch die Chance, sich wenigstens von dem Bild zu verabschieden. Von dem Bild verabschieden? Finden Sie nicht, dass das jetzt ein bisschen melodramatisch ist? Dafür hatte sie jetzt Wochen und Tage genug Zeit. Fakt ist, im Moment ist das Urteil noch gar nicht rechtskräftig. Das heißt, wir haben noch alle Möglichkeiten. Ich kann noch Berufung einlegen, ich könnte noch Revision einlegen. Ich habe noch nicht mal angefangen zu prüfen und Sie wollen jetzt schon das Bild abholen? Sie haben faktisch noch gar keinen Anspruch auf das Bild. Machen Sie sich das mal klar. Ja, wissen Sie was? Dann prüfen Sie, was Sie zu prüfen haben und ich prüfe, wann ich den Gerichtsvollzieher losschicken kann. Und dann lernen Sie mich mal von einer ganz anderen Seite kennen. Sagen Sie das Ihrer Mandantin, okay? Kein Problem. Ach. Grüßen Sie Ihre Tante. Also, dass das Bild weg ist, natürlich jetzt eine absolute Hiobsbotschaft. Wenn das Bild nicht schnellstens wieder auftreiben, könnte man auf die Idee kommen, dass meine Mandantin das Bild vielleicht unterschlagen hätte. Und dann ist völlig egal, was wirklich passiert ist, danach fragt denn keiner mehr. Aber trotzdem, in solchen Auseinandersetzungen wie gerade eben, da muss man als Anwalt einfach mal die Ruhe bewahren und einfach auch mal gegenhalten. Als Anwalt Giorgio Fogliano das Haus seiner Mandantin Simone betritt, hat er bereits einen Verdacht. Für den erfahrenen Juristen gibt es klare Indizien, dass jemand der zweifachen Mutter helfen wollte und deshalb das Bild entwendet hat. Fragt sich nur wer. Frau Keller, gucken Sie sich mal bitte hier um. Das sieht doch nicht so aus, als ob hier irgendjemand eingebrochen wäre. Das sieht aus, als ob jemand sehr dilettantischen Einbruch vorgetäuscht hätte. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Ich meine, wer macht denn sowas? Ich meine, ich war es garantiert nicht. Frau Keller, ausgerechnet an dem Tag, wo der Gerichtsprozess über das Bild ist. Ihnen unterstelle ich ja gar nichts, aber was ist denn mit den Kindern? Wo sind die denn gerade? Darf ich schon was einräumen? Ja, ja, nur zu, klar. Zuerst mal Andreas. Na klar. Na klar. Also, der Moritz ist bei seinem Freund Benjamin und Lena ist bei ihrer Freundin Leonie. Okay. Haben die Schlüssel? Moritz habe ich heute keinen mitgegeben, aber Lena hat einen Schlüssel. Warum? Naja, ich will ihrer Tochter um Gottes Willen nichts unterstellen, aber halten Sie es für möglich? Vielleicht wollte sie ihnen ja einfach nur helfen. Lena, ich meine, wissen Sie ja selbst, ist so ein liebes Mädchen. Ziemlich angepasst. Ich meine, die ist eher mir manchmal auch zu lieb. Ich meine, vor allen Dingen seit Andreas Tod. Sie versucht mir zur Seite zu stehen, wo sie nur kann. Ich meine, versucht mir unter keinen Umständen irgendwie Probleme zu machen. Ich meine, die hat doch selbst gerade ihren Papa verloren. Ja, aber es kann ja gut sein, dass sie ihnen einfach nur helfen wollte, dass es so eine Schnapsidee war. Gestern ging es mir ziemlich schlecht. Ich mag das eigentlich nicht, ich möchte nicht, dass die Kinder das mitbekommen. Ich versuche das immer einfach von ihnen fernzuhalten. Aber gestern ging das einfach nicht mehr und Lena hat dann irgendwann plötzlich so ganz trotzig gesagt, Mama, das Bild nehmen sie dir nicht weg. Das ist so gar nicht ihre Art gewesen. Es klingt alles danach, als ob Lena Fakten schaffen wollte. Also das wirkt doch so, als ob sie vielleicht das hier alles vorgetäuscht hat und das Bild dann einfach weggebracht hat, damit sie es halt nicht herausgeben müssen. Das Problem ist nur, wenn dem Bild irgendwas passiert, wenn es beschädigt wird, dann kommen wir in Teufelsküche. Oh, Scheiße. Das kann ich jetzt nicht auch noch vertragen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir dürfen jetzt nur keine Zeit verlieren. Sie sagen, Lena ist bei einer Freundin. Lassen wir uns bitte sofort dorthin fahren und mit Lena sprechen. Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss doch jetzt erstmal Moritz abholen. Auch das kriegen wir hin. Ganz ruhig, in aller Ruhe. Also, Sie fahren los und holen Moritz ab. Sie schreiben mir die Adresse, obwohl Lena sich gerade aufhält. Ich fahre hin und rede mit ihm. Okay. Moment, das ist ja nur eine Vermutung, aber... Keine Einbruchsspuren und so wie es hier aussieht, ich würde fast wetten darauf, dass Lena dahinter steckt. Das klingt ja vielleicht erstmal ganz harmlos, aber wenn mir vielleicht eine Elfjährige, die ein 80.000-Euro-Bild durch die Gegend kutschiert. Ich meine, wenn dem Bild irgendwas passiert, es kaputt geht oder abhanden kommt, schuldet meine Mandantin Familie Steinhöfel 80.000 Euro. Mami!
Anwalt Giorgio Fogliano fährt sofort zu Lenas Schulfreundin Leonie Seifert. Er muss das Bild schnell finden, sonst droht seiner Mandantin Witwe Simone ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung. Hallo Herr Fogliano, ich dachte, Sie sind mit meiner Mutter im Gericht. Nee, die Gerichtsverhandlung ist schon zu Ende. Also hat meine Mutter gewonnen? Nee, leider nicht, aber darüber muss ich mit dir reden. Ich empfehle dir mal ganz kurz deine Freundin, ja? Kannst du ganz kurz bei deiner Mama warten? Dann rede ich ganz kurz mit Lena. Danke dir. Komm mal mit Lena. Schau mal, wir haben das Gerichtsverfahren leider verloren. Und jetzt wollte deine Mutter das Bild zurückgeben und jetzt ist sie nach Hause gekommen. Sie hat mich angerufen und meinte, das Bild ist nicht mehr da, wo es hing. Jetzt wollte ich dich fragen, weißt du vielleicht zufällig, wo das Bild ist? Nein, ich weiß nicht, wo es ist. Das ist echt doof, weil der Richter hat nun mal entschieden, dass deine Mama das Bild an Familie Steinhöfel zurückgeben muss. Denen gehört das Bild. Und wenn sie das nicht kann, dann muss sie richtig viel Geld bezahlen. Und so viel Geld hat sie nicht. Also bist du dir ganz sicher, dass du nicht weißt, wo es ist? Also gerade eben habe ich ein bisschen geflunkert. Ein bisschen geflunkert? Ich weiß, wo das Bild ist. Und? Verrätst du mir auch wo? Im Baumhaus? Okay. Schau mir das mal kurz an, ja? Lena hat das Bild tatsächlich im Baumhaus versteckt, damit ihre Mutter die Erinnerung an den Papi nicht aufgeben muss. Die Elfjährige konnte nicht mit ansehen, wie verzweifelt und traurig ihre Mama war. Zum Glück ist das Kunstwerk unbeschadet. Gefunden. Hm? Ich weiß, dass du es nur für mich gemacht hast, Mäuschen. Ist alles gut. Ja. Hm? Die Katastrophe ist abgewendet, wir haben das Bild wieder, das sieht auch gut aus, alles in Ordnung. Ich schlage vor, wir fahren jetzt mal zur Familie Steinhöfel und überreichen das Bild, okay? Ja, besser ist es. Ja. Man weiß nie, was noch kommt. Vielen Dank, ja? Danke, Birgit. Da hat das Bild aber kurz vor Schluss noch eine kleine Reise gemacht. Natürlich ist für meine Mandantin bitter, dass sie das Bild jetzt zurückgeben muss. Aber ich bin einfach nur erleichtert, ehrlich gesagt, dass es nicht kaputt ist oder gar weggekommen ist. Man muss mal vorstellen, wenn es weg gewesen wäre oder wenn es kaputt gegangen wäre, das wäre der Ruin meiner Mandantin gewesen. Gemeinsam übergeben Familie Keller und Anwalt Giorgio Fogliano das Gemälde den rechtmäßigen Eigentümern Vincent und dessen Tante Helena Steinhöfel. So wird die Angelegenheit korrekt zu Ende gebracht. Ach, jetzt geht's ja doch plötzlich ganz schnell. Herr Steinhöfel, wir haben nie gesagt, dass wir das Bild nicht zurückgeben werden, und etwa nicht. Vincent, den Kommentar hättest du dir wirklich sparen können. Ich meine ja nur, als ich das Bild höchstpersönlich abholen wollte, hat der Herr Anwalt sich noch quergestellt. Ja, und ich habe Ihnen auch genau erklärt, warum, oder etwa nicht. Meine Mandantin hängt an dem Bild und selbst in der Minute Ihres Triumphes können Sie ja wohl noch ein bisschen Respekt meiner Mandantin entgegenbringen. Na gut, jedenfalls haben wir das Bild mitgebracht. Wie Sie schauen, ist es so absolut unversehrt. Und ich werde es der Eigentümerin überreichen. Ich verstehe gar nicht, Sie können es ja wohl kaum erwarten, Herr Steinhöfel. Ich wusste gar nicht, dass Sie so ein Kunstfreund sind. Ach, wissen Sie, mein Neffe, der hat sich in all den Jahren noch nicht interessiert für unsere familieneigene Kunstsammlung. Ach so, dann kommt das also aufs Erbe obendrauf. Verstehe. Sagen Sie mal, kann es sein, dass Sie irgendwie sauer sind, dass Sie für die falsche Seite arbeiten und nicht für uns, das etwas besser gestellte Klientel? Da höre ich so ein bisschen was. Herr Steinhöfel, machen Sie sich mal um meine finanzielle Situation gar keine Gedanken, aber vielen Dank der Nachfrage. Vincent, jetzt reicht es aber wirklich. Ich habe nicht vor, länger hinzunehmen, wie du diese nette Familie mit deinen Worten und Anmerkungen diffamierst. Und das eine verspreche ich dir, in Zukunft wirst du mit Sicherheit unsere Familiengeschäfte nicht mehr vertreten. Und darüber wünsche ich keine Diskussionen. Gut, Frau Steinhöfel, wie auch immer, unsere Arbeit ist getan. Wir haben das Bild zurückgebracht, das ist unversehrt. Frau Keller, ich würde sagen, wir gehen dann. Tschüss. Ja, tschüss. Das war eine nette Führung. Dankeschön. Danke für die Führung. Nette Kinder haben Sie, Frau Keller. Danke. Ich bin natürlich traurig, aber irgendwo auch erleichtert, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Wir hatten ja einfach keine andere Wahl, es musste ja zurück, das Bild. Und ich glaube, reiche Leute sind auch nicht die glücklicheren Menschen. Jetzt hoffe ich einfach, dass wir mit Hilfe meines Anwalts noch meine finanzielle Situation verbessern können. I just need a trusted friend. Simone Keller musste ein Gemälde, das Hochzeitsgeschenk ihres verstorbenen Mannes, schweren Herzens an die rechtmäßige Eigentümerin Helena Steinhöfel zurückgeben. Die wohlhabende Rentnerin weiß, dass das 80.000 Euro Kunstwerk für Simone emotional wie finanziell von großer Bedeutung ist.
Ja, und weil mir ihr Schicksal nicht gleichgültig ist und Sie und Ihre Kinder mir wirklich ans Herz gewachsen sind, habe ich mir etwas überlegt. Ein kleiner Ausgleich für das, was Sie erlitten haben. Ich habe Ihnen da mal was mitgebracht. Bitte schön. Was ist das? Schauen Sie nach, wonach sieht's aus? 30.000 Euro. Oh, Steinhöfer, das kann ich nicht annehmen. Das ist so viel Geld. 30.000 Euro. Frau Keller, das ist viel Geld, aber Sie können es annehmen und Sie sollen es annehmen. Und wenn Sie es nicht annehmen, Frau Keller, dann könnte ich nicht mehr ruhig schlafen. Denken Sie an sich, an Ihre kleine Familie, an Ihre Kinder. Und Sie haben einen kleinen Ausgleich. Nehmen Sie es als Finderlohn, egal wie Sie es benennen. Mir tut's nicht weh und Ihnen hilft's. Ja? Simone kann ihr Glück nicht fassen. Der Geldsegen löst ihre finanziellen Probleme. Und es gibt eine weitere Überraschung. Aber jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für Sie. Das muss Sie nicht entschuldigen sein. Das mich. Ist doch schon mehr als genug, Frau Sie entschuldigen mich einen kleinen Moment. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Okay? Ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll. Ich meine, ich habe hier einen Scheck über 30.000 Euro in der Hand. Ich meine, das ist Wahnsinn. Mir fehlen einfach die Worte. Frau Steinhöfer. So, Frau Keller. Das ist zwar nur ein Kunstdruck, aber er soll Sie begleiten und Sie immer an Ihren verstorbenen Mann und auch ein wenig an mich erinnern. Bitte schön. Frau Steinhöfer, vielen, vielen Dank. Alles gut. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Darf ich Sie noch einmal aus? Somit bleiben die Erinnerungen an ihre wundervolle Hochzeitsreise mit ihrem verstorbenen Mann Andreas erhalten. Simone verbindet diese glücklichen Tage im Allgäu mit diesem Bild. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, wenn das meine Kinder sehen. Ich kann kaum glauben, was mir da gerade passiert ist. Mir fällt ein Riesenstein vom Herzen. Durch die großherzige Geste von Helena nimmt das Drama um das gestohlene Gemälde doch noch ein glückliches Ende. Die wertvollste Erinnerung an ihren Mann wird Simone nie wieder weggeben müssen. Was ist überhaupt ein Kunstdruck? Da fragst du. Das weißt du? Ja. Was ist es denn? Das ist, Ja? Na, Moritz und seine große Klappe, ne? Weißt du doch nicht. Ein Kunstdruck ist letztendlich einfach wie eine Kopie von einem Originalbild. Aber nicht ganz so gut, aber schon recht hochwertig. Sieht doch gut aus, oder? Das ist ja? Schief. Oh. Also echt. Ja, so, ne? Ja. Papa soll es doch schön haben hier. Jetzt ist es gut. Und jetzt wollen wir auch gleich mal zum Friedhof losdüsen und wollen mal Papa erzählen, was wir heute hier erlebt haben. Dank ihres Anwaltes Giorgio Fogliano ist Simone in naher Zukunft finanziell abgesichert. Denn im Schadenersatzprozess gegen Falk Meier und Jörg Hausmann handelt der Jurist weitere 20.000 Euro für seine Mandantin aus. Die beiden Männer wurden wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu Freiheitsstrafen von 1,5 Jahren auf Bewährung verurteilt.